Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute etwas Interessantes mitgebracht, und zwar aus dem Hause Hasbro zu ihrer Indiana Jones Adventure Series. Und zwar Indiana Jones, ja, als Professor. Diese Figur basiert auf dem dritten Kinofilm, also The Last Crusade, oder wie hier in Deutschland hieß, Der letzte Kreuzzug. Schauen wir uns die Verpackung mal ein bisschen genauer an. Hier haben wir das typische Indiana Jones Logo, darunter Adventure Serie, und schon sehen wir hier eine Abbildung der Figur. Unten halt der Charakter Indiana Jones und halt als Professor. Auf dieser Seite sehen wir auch wieder mal ein Artwork von dem Film, auf gut Deutsch gesagt. Verschiedene Abschnitte davon. Auf der Rückseite sehen wir auch wieder den hier einmal den Titel von dem Film, darunter den Namen von der Figur, und hier haben wir die Figur auch noch mal genauso wie vorne, und hier sehen wir, was alles dabei ist in diesen Päckchen. Auf der anderen Seite werden noch folgende Figuren beworben: René Belloc, Indiana Jones aus Riders of the Lost Ark, Salah, Marion Ravenwood und Major Arnold Todd. Und dann würde ich mal sagen, packen wir die Figur mal aus und schauen uns den Dr. Jones mal an. So, und hier haben wir Indiana Jones ausgepackt als der Professor aus dem dritten Teil. Ja, schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Wir sehen hier deinen Headscalp, auch wie immer sehr schön gestaltet. Kann man so jetzt erstmal nicht drüber meckern. Auch die Augen sind gut bemalt. Ne, kann man so. Ja, ist okay. Hier finde ich auch sehr schön mit der Fliege. Auch das Hemd haben sie sehr schön bemalt, auch hier wieder, ne, schön gestaltet, die Weste mit den Knöpfen hier und den Taschen, sowie hier das die Jacke, auch sehr schön gestaltet worden, ne, hier mit den Punkten, ja, das Übliche halt, und natürlich, wie sollte es anders sein, ne, die Hose und die Schuhe. Indiana Jones, so wie er jetzt hier steht, ist 16 cm groß. Natürlich die Beweglichkeit, Kopf ist voll beweglich. Wir haben auch hier wieder ein Zusatzgelenk für den Hals. Ja, die Arme gehen schön weit nach außen, nach vorne, nach hinten. Ellbogengelenk zum Drehen und zum Kippen. Handgelenk als Balljoint. Wir haben halt das Brustgelenk und wir haben Hüftgelenk. Die Beine gehen weit nach außen, nach vorne, nach hinten. Oberschenkelgelenk, Kniegelenk zum Drehen und zum Kippen. Und Fußgelenk zum Drehen und zum Kippen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, diese Figur, die ich jetzt hier habe, die hat einen, ja, sehr lose, lockere Gelenke. Also die gehen hier sehr schnell. Eigentlich dürfte man das so gar nicht machen. Es sieht auch so aus, als wenn das Gelenk hier nicht richtig drin sitzen würde. Ja, ist halt ein kleines Manko. Was soll ich dazu sagen? Ist halt nun mal so. Dann kommen wir mal zu dem Zubehör. Wir haben hier einmal eine sehr schöne gestaltete Flagge. Fackel. Ne, hier Knochen und mit Stoff umwickelt und dann halt hier in transparent orange die Flamme. Ja, kann man ihm natürlich super in die Triggerfinger geben. Ich weiß nicht, warum der einen Triggerfinger hat, aber egal. Was ich aber auch sehr feststellen muss, ist, das ist auch ein sehr weiches Plastik. Und naja, aber wie gesagt, es geht. Man kann jetzt so nicht drüber meckern. Als weiteres Zubehör hat er einmal das Gral-Tagebuch, das von seinem Vater zu ihm geschickt worden ist. Ne, auch hier sehr schön gestaltet, auch schön bedruckt worden. Ne, und hier, ne, also finde ich echt toll, kann man echt nicht drüber meckern. Und das kann man ihm natürlich auch super in die Hand geben. So macht die Serie dann auch, macht es dann auch Sinn, so ein bisschen.
Und zu guter Letzt haben wir quasi den Schild, den er in den Katakomben von Venedig gefunden hat. Venedig? Ich meine, war doch Venedig, genau. Wir hatten ja schon bei dem Walter Donovan, hatten wir hier schon mal die erste Hälfte des, der Gralsuche, des Hinweises davon. Und hier hat er quasi die zweite Hälfte obendrauf, die er dann, rauspaust, um rauszufinden, wo der Gral ist. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön gestaltet, sehr detailliert gestaltet. Auch nochmal so ein bisschen mit dem, so ein bisschen Rost hinterlegt quasi. Auch hier der Schild sehr schön gestaltet, hier überall mit den kleinen Nieten und so. Kann man echt nicht drüber meckern. Also es ist ein sehr schönes Zubehörteil. Auf der Rückseite sieht es aus, als wenn es aus Holz wäre. Ne? Und auch schon so ein bisschen verwittertes Holz. Und natürlich die beiden Bänder, mit denen er die quasi halten kann. Ja, kann man erstmal so nicht drüber meckern. Und wenn ich ihn jetzt schon mal hier habe, dann machen wir doch mal einen Vergleich. Wir haben einmal hier Indiana Jones aus dem ersten Teil, also Jäger des verlorenen Schatzes. Und hier haben wir einmal den Indiana Jones aus Club Obi-Wan aus dem zweiten Teil. Also ich muss sagen, als Fazit, mir gefällt die Figur soweit gut. Ich finde, die Gelenke sind viel zu locker. Aber das, wofür es darstellen soll, ist sie soweit in Ordnung. Highlight für mich ist quasi sind die Zubehörteile. Die Fackel finde ich gut. Den Brief mit dem Gral-Tagebuch und natürlich den Schild. Ne, absolut genial gemacht. Da geht die Figur schon eigentlich ein bisschen unter. Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, sollte euch diese Folge gefallen haben, dann liked es, teilt es, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine neue Folge verpasst, wenn es wieder heißt Neues aus Fox Toybox.